Und es geht wieder los. Freut ihr euch auch schon so wie ich? Ja, dann ist ja alles super. Roman Nummer 2 von Victoria aus dem Fallout-Universum. Bin ich? Ich möchte wissen, was da draußen ist. Stephen Hawking. Spliss Splash. 15 14. 13, 12, 11. Weithin halt die blecherne Stimme, die aus den tiefsten Tiefen des El Segundo Research and Missile System Center kommt. Über die Stuhlreihen, die hier an der Oberfläche vor einem Holzpodium aufgestellt sind. Alle sind angespannt. Von den anwesenden hochrangigen Militärs und Politiker, unter ihnen auch Präsident Kimball. Über die Gruppe an Wissenschaftlern, bei denen Heather und ich stehen, bis hin zu den Pressefotografen, deren immer wieder aufzuckende Blitzlichter der ganzen Szenerie einen unwirklichen Anstrich geben. <laughs> Commencing Start Sequence. 10, 9, 8. Heute, an diesem 24. Jänner 2284, sind die führenden wissenschaftlichen Köpfe der NCA, der New California Republic, angetreten, um Geschichte zu schreiben. Oder in Schimpf und Schande davongejagt zu werden. 7 6 5 Ignition 4 Ein leichtböger Wind, der vom Meerland einwärts bläst, zerzaust uns, die wir mit verkrampften Händen auf dem Podium stehen. Die Haare. Genau dieser Wind ist es, auf den wir alle gewartet haben. Alles ist nun darauf aus ausgerichtet und wir hoffen und beten, dass er nicht gerade jetzt drehen wird. 3 Two. One. Liftoff! Liftoff! Der Boden bebt unter unseren Füßen und der unüberblickbaren Menge an Schaulustigen, die sich weiterhin den Absperrungen an diesem Jännermorgen hier eingefunden hat, entringt sich ein kollektives ah Dann lösen sich gleichzeitig die beiden in den Farben der NCA lackierten Trägerraketen von ihrem Startgerüsten, umgeben von weiß-gelbem Feuerschein. We have two liftoffs! I repeat, we have two liftoffs. Die Stimme des Technikers unten im Missile Control Room hallt über den Platz, konkurrierend mit dem Dröhnen der Triebwerke, und dann steigen sie in den fast noch dunklen Himmel über Los Angeles. Es ist 4.50 Uhr und ich muss mich von dem Bild vor mir abwenden, denn der Widerschein der Flammen aus den Schubdüsen der Raketen, die den Namen Hope 1 und Hope 2 tragen, ist mit freiem Auge nicht mehr zu ertragen. Der Lärm hüllt den gesamten Bereich um El Segundo ein, obwohl die beiden Raketen ziemlich klein sind, nicht größer als jene Flugkörper, die vor hunderten Jahren bestückt mit Atomsprengköpfen das Leben der alten Welt enden ließen. Genau genommen sind es genau solche Raketen aus einem in der Missile Base noch vorrätigen Altbestand der da damaligen REPCON, die jetzt himmelwärts streben. Jedoch tragen sie keine Atomsprengköpfe. Sondern jene Vorrichtungen, an denen wir alle, die wir hier stehen, fast eineinhalb Jahre lang gearbeitet haben. Kimball hat zähneknirschend immer größere von uns geforderte Summen bereitgestellt. Eine Zerreißprobe nicht nur für die Regierung, sondern auch für, uns Wissen, für unser Wissenschaftlerteam. Und jetzt fliegen sie. Ich stürme meine Augen mit einer Hand ab und folge den beiden Lichtpunkten auf ihrem Weg in die Troposphäre. Es wird ein kurzer Flug die brennstufen werden in wenigen minuten zurück auf die erde stürzen genau genommen in den nordpazifischen ozean vor uns die beiden köpfe jedoch die sie hinaufbefördern werden in zwölf kilometer höhe explodieren und dabei hoffentlich das tun worauf wir alle hingearbeitet haben wenn es funktioniert dann ist der weg frei für eine neue ära in der nca und irgendwann hoffentlich auch für den rest jener menschen die nun amerika bevölkern Heather neben mir, die mit Programmierern der NCA, die aus der ganzen Kernregion hier in LA zusammengezogen worden sind, zeitgleich mit unserem Forscherteam unten in der El Segundo-Basis an diesem Raketenstart gearbeitet hat, greift nach meiner Hand. Ihre Augen, die die Farbe des Ozeans haben, tasten über mein Gesicht und ein kaum merkbares Lächeln umspielt ihren Mund. Wenn das hier schief geht, liefern wir dann in der Mojave wieder Pakete für Mr. Nash aus? Ich nicke. Ja, das ist das Einzige, was wir dann noch tun können, denn in der NCA würden wir erledigt sein, sollte sich heute kein Erfolg einstellen. Das plötzlich Gewitter der Reporter hat aufgehört. Erstes fahles Tageslicht erhellt die Szene. Alle starren gebannt nach oben, obwohl nichts zu sehen sein wird, nicht mit freiem Auge. Die beiden Köpfe wurden planmäßig abgesprengt. Die ausgebrannten Trägerstufen fallen nun wieder zurück zur Erde. Die Stimme des Controllers hallt erneut über den Platz und meine Gedanken eilen zu dem riesigen Komplex, der verborgen unter unseren Füßen liegt. Auch in der Base werden jetzt alle sitzen und auf Monitore und Anzeige Anzeigen starren. Kimball wirft einen Blick herüber. Der immer stärker werdende Wind lässt sein dunkles Jackett fla flattern. Es ist ein Tag wie jeder andere auch, wolkenlos. Es wird wieder ungetrübten Sonnenschein geben und Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Marke. Oder? Die Köpfe sind planmäßig explodiert. Ich wiederhole, die Köpfe sind planmäßig explodiert. Wieder sind Rufe aus der Zuschauermenge zu vernehmen, während endgültig der Tag anbricht. Doch niemand geht heute in die Arbeit. Los Angeles steht still. Vor dem großen Krieg von nunmehr 207 Jahren, da lebte, lebten im Großraum LA an die 3,8 Millionen Menschen. Nun sind es nach neuesten Schätzungen ungefähr 360.000, nicht mal ein Zehntel der früheren Bevölkerung. Und doch, die Geburtenrate hier in der Kernzone der NCA, die sich von San Francisco bis, hinun bis hinunter nach Nordmexiko und in westlicher Richtung bis nach Nevada fast schon an die Grenze Arizonas erstreckt, ist stetig zunehmend. Die Menschen will hier, Menschheit will hier ihre zweite Chance nutzen. Doch dem Wachstum sind Grenzen gesetzt. Ohne genügend Nahrung keine Weiterentwicklung, ohne Wasser kein Leben. Nach dem Fallout, der den vernichtenden Atomschlägen weltweit folgte, kam schwarzer Regen zur Erde herab. Tödlicher Regen, der alles Leben, das bis dahin noch existierte, endgültig vernichtete. Alle Pflanzen starben, alle Tiere und alle Menschen, die nicht in irgendeinem der Schutzbunker Zuflucht gefunden hatten. Als alles vorüber war, begann ein endloser atomarer Sommer, heiß und trocken. Amerika verödete, wurde zu den sogenannten Wastelands, einer Steppe, die sich, soweit uns bekannt ist, im ganzen Land erstreckt. Gemüse- oder Getreideanbau ist nur lokal und ganz begrenzt möglich, in geschlossenen Anlagen mit künstlicher Bewässerung. Als ich vor nunmehr zweieinhalb Jahren zu den Forschungsteams der NCA stieß, die hier in LA tätig sind, gab es Pläne, mit aufwändigen methoden das meerwasser zu entsalzen und über kanäle zu feldern zu lenken kaum realisierbar in einer welt wo der großteil an technischen geräten aus vorkriegsbeständen mühsam zusammengebastelt worden ist werden muss doch dann im zuge eines unglaublichen abenteuers das heather meine wunderbare frau und ich gemeinsam erlebt haben Wurde eine riesige Militär- und Forschungseinrichtung der seinerzeitigen US-Regierung hier in El Segundo wiederentdeckt. Und die Republik konnte mit einem Mal auf ein, ein geballtes Vorkriegswissen sowie auch eine Unmenge an verlorenen geglaubter Technologie zurückgreifen. Dann begannen wir zu arbeiten. Wir, das sind all jene Kolleginnen und Kollegen, die bereits seit Jahren im Gebiet der NCA leben und forschen um das Leben der Bevölkerung stetig zu verbessern. Wir, das sind Hacker und Computerprofis, wie beispielsweise Heather, die eigentlich Agentin der NCA ist, seit unserem gemeinsamen Abenteuer jedoch wieder ihren ursprünglichen Beruf einer Computertechnikerin ausübt. Und wir, das ist auch Präsident Kimball, mit dem mein Sweetheart und, und mich seit jenen besagten Ereignissen eine besondere Beziehung verbindet. Wir alle gemeinsam haben Tag und Nacht geschuftet, jeder in seinem Bereich. Das Ziel habe in aller Bescheidenheit ich vorgegeben. Nicht, weil ich so genial bin, sondern einfach deshalb, weil ich schon immer hier in El Segundo gelebt und auch gearbeitet habe, schon vor dem großen Krieg. Als Physikerin habe ich rasch erkannt, dass das Entsalzen von großen Mengen an Meerwasser in Jahren noch nicht realisierbar sein wird. Doch mit der hier in der Forschungseinrichtung vorhandenen Technik und dem Wissen der alten Welt, das ich immer noch in mir trage, habe ich nach und nach nicht nur meine Kollegen, sondern auch den Präsidenten davon überzeugt, dass wir alle Werkzeuge an der Hand haben, um den Menschen und vor allem dem Land endlich wieder das zu, ge zu geben, was der Grundstein zu einem weiteren Bevölkerungswachstum sein wird. Wasser. Nicht aus den kärglichen Flüssen oder Seen, von wo es über kilometerlange Leitungen bis zu Feldern geleitet werden muss, um Gemüse oder Getreide wachsen zu lassen. Nein, wir sind angetreten, um es endlich, endlich wieder regnen zu lassen. Nur wenige Minuten sind vergangen, seit die Stimme des Controllers verkündet hat, dass die beiden Köpfe der Raketen in der vorgesehenen Höhe gesprengt worden sind. Nun beginnt das Warten. Es ist still in El Segundo, direkt neben dem alten riesigen Flughafen der Stadt, der nun eine gigantische Militärbasis der NCA geworden ist. Die Sonne steigt und mit ihr die Temperaturen, so wie jeden Tag. Ich stecke gewohnheitsmäßig meine Hände in die Tasche des weißen Laborkittels, den ich trage, auch so wie jeden Tag. Der Wind fährt in meine Haare und auch in die aller anderen, anderen Anwesenden. Dieser Wind ist es, auf dem jetzt all unsere Hoffnungen ruhen. Er hat plötzlich während der Nachtstunden gedreht und wir haben fieberhaft die Raketenstarts vorverlegt. Ursprünglich war geplant gewesen, die Staats erst gegen Mittag durchzuführen, doch dann ist alles anders gekommen. Wir haben die Politiker gerufen, die Militärs, dann hat unser Team die Früchte all unserer Arbeit in die Hände der Techniker der NCA gelegt, die unter nicht unwesentlicher Mithilfe von Heather und ihren Computerkollegen die letzten Schritte eingeleitet haben. Erste Rufe werden laut, Leute recken den Hals, Arme heben sich, zeigen nach vor, in Richtung Ozean militärbeobachter starren gebannt durch ihre ferngläser und verti birds sind zu sehen weit draußen über jener insel die früher catalania island ge geheißen hat nun drehen sie um und fliegen zurück zur lachsbasis wo sie normalerweise stationiert sind um den präsidenten bei besuchen innerhalb der republik zu fliegen oder auch aufklärungseinsätze zu absolvieren und etwas folgt ihnen etwas dunkles das schnell näher kommt wir halten den atem an kann es wirklich sein? Die dunkle Masse scheint eine graue Wand vor sich herzuschieben. Nun kann man bereits mit freiem Auge immer wieder helle Entladungen sehen, die die Schwärze am Himmel von innen her unheimlich leuchten lässt. Aufgeregtes Rufen der Zuschauer, Blitzlichter der Reporter und noch weitaus hellere Blitze am Horizont. Dann schiebt sich heran eine gewaltige Anhäufung von Cumulonimbuswolken. Und über das Meer rollt grollender Donner. Wir halten den Atem an. Meine Hand fährt in einer unbewussten Geste zum Mund. Die meisten der Menschen, die heute die Westküste bevölkern, kennen nur jene schmalen weißen Bänder, die man gemeinhin Schönwetterwolken nennt, und die weit oben am Himmel dahinziehen. Gewitterwolken haben sie in ihrem ganzen Leben noch nie gesehen. Ein Raunen liegt in der Luft, in jener Luft, die sich in den letzten Minuten merklich abgekühlt hat. Und dann, dann ist sie endlich da. Eine breite Gewitterfront vom starken Westwind her hereingeweht über die Stadt und die Wolken öffnen ihre Schleusen. In Sekunden sind wir alle, vom Präsidenten der Republik bis zum Säugling, der heute hier als Zuschauer anwesend ist, bis auf die Haut durchnässt. Doch wir merken es nicht. Ich kann Generäle sehen, die wie Kinder schreien und tanzen, Politiker, die ihren Kopf in den Nacken legen und den Mund öffnen, und alle meine Kollegen, die einander stürmisch umarmen. Es regnet, es regnet in einem Ausmaß, das unseren kühnsten Vorstellungen übertrifft, und ich drehe mich zu Heather um, deren Haare so nass sind, als würde sie soeben unter der Dusche entsteigen. Wir schreien ausgelassen und umarmen einander. Hier mitten auf dem Podium, das erst vor drei Tagen errichtet worden ist, um einen Platz zu schaffen, wo die Ehrengäste der Demonstration beiwohnen können. Meine Forscherkollegen umringen mich, klopfen mir auf die Schulter, rufen durcheinander, versuchen den ohrenbetäubenden Donner zu übertönen, der über die Stadt rollt. Ich heule, kann meine Tränen nicht mehr zurückhalten, als die Anspannung endlich abfällt. Die Angst versagt zu haben, die Zuschauermenge brüllt wie ein vielköpfiges Tier. Die Menschen tanzen in den Straßen, in denen das erste Mal seit mehr als 200 Jahren wieder Wasser in die Kanalgitter fließt. Autos stehen kreuz und quer, Hubkonzerte sind zu vernehmen. Es regnet, wirklich und wahrhaftig. Es regnet. Ich bücke mich und ziehe aus einer schmalen Tasche, die ich mitgebracht habe, zwei Dinge hervor. Dinge, die man in dieser neuen Welt bis jetzt nicht mehr gebraucht hat und die man auch nicht mehr kennt. Diese Dinge habe ich aus Räumen geholt, die früher einmal von meinen einstigen Kollegen bewohnt wurden, vor dem Krieg. Nun trete ich zu Heather, der das Wasser in Strömen aus den Haaren fließt, Ge genauso wie mir selbst. Ich halte einen Arm hoch, drücke einen kleinen Knopf und mit einem leisen Plopp entfaltet sich mein Regenschirm. Darf ich dir meinen Schirm anbieten, Hahn? lächle ich und Heather hakt sich bei mir unter. Wir bahnen uns einen Weg durch die Wissenschaftler, Militärs und Politiker, die teilweise sogar die Jackets abgelegt haben und mit weit ausgebreiteten Armen einfach nur dastehen, um den fast schon sinnflutartigen Regen zu genießen. Wieder drücke ich auf einen Knopf, dann reiche ich den zweiten mitgebrachten Schirm Kimball, der ihn wortlos nimmt. Wir sehen einander an, Heather, er und ich. Worte sind überflüssig. Dieser Tag wird in die Annalen der NCA eingehen. So viel steht fest als jener Tag, der den Regen brachte.